Moin Leute, so, was haben wir heute? Freitag, ne? Freitagmorgen, gestern war ich bei Mike, eine Nacht im Hotel geschlafen, hier im schönen Saarwellingen und jetzt geht's nach Nonnweiler. Aber vorher muss die Kiste fertig gemacht werden. Zeige ich euch mal im Zeitraffer. Reingehauen. So, tschüss Saarwellingen, willkommen Nonnweiler. Ja, war ein schöner Abend gestern mit Pizza und Bier und eine Menge Gequatsche. Hab auch wieder viel über diesen 6HL601 Shopper gelernt. Ja, die ist nämlich kein City Shopper. City Shopper ist ein sogenanntes Branding. Da hat ein deutscher Importeur, der hat halt ein paar Modifikationen vorgenommen und den Kollegen einfach mal umbenannt. Na? Und habe auch gleich hier diese geilen Fußrasten gekriegt. Kann man sie sehen? Ja. Die ich dann gegen die, wie soll ich sie nennen, Altherren-Fußrasten ausgetauscht habe. Wesentlich cooler. Und in Verbindung mit den Rastenverlängerungen, nenne ich sie mal, vom Roman, von Cartronic aus Berlin. Coole Kombination. Wir haben auch alle festgestellt, dass die Vorderradfederung sehr weich ist. Sehr, sehr weich. Und ich habe für meinen anderen Shop habe ich auch gleich eine coole Edition, ein cooles Teil gefunden, um diese Ledertaschen, die ja ständig verrutschen, gegen was Besseres auszutauschen, und zwar Munitionskisten. Habe ich mir natürlich direkt bestellt, werde ich auch in einem meiner nächsten Videos verwursten. So, jetzt geht es erstmal nach Nonnweiler. 60 Kilometer und das sollte jetzt mit dem Akku aber wirklich ohne Schieben klappen. Das wäre das erste Mal, dass ich an dem Ziel ankomme, ohne schieben zu müssen. Schauen wir mal. Was cool ist, was der Mike auch noch im Angebot hat, ist den sogenannten Dragbar, also einen etwas flacheren Lenker. Den werde ich mir natürlich direkt besorgen. Und ein Bekannter von ihm, der hat um diese Tasche unten in diesem leeren Motorraum zu ersetzen, hat er eine richtig coole Kiste gebaut, die auch im Boden alle Ausbuchtung hat, um perfekt reinzupassen. Die werde ich mir auf jeden Fall auch besorgen für den nächsten Trip nach Berlin. Das ist auf jeden Fall gesetzt. Dann wird das Ersatzakku Montage Terroraktion Gedöns wird dann endlich vorbei sein. Ja, das wird spaßig. So, und jetzt fahren wir erstmal nach Nonnweiler. Jetzt habe ich auch noch erfahren, ich habe ein 5 Ampere Ladegerät. Wird ungefähr 8 Stunden brauchen, um den Akku vollzuladen. Und ich habe erfahren, es gibt auch ein 10 Ampere Ladegerät, was natürlich dann die Ladezeit extrem verkürzen wird. Und eventuell hat der Volker sogar eins im Angebot. Ich habe gestern wieder was dazugelernt. Ich hatte ja gedacht, dass der rechte Bremsgriff Vorder- und Hinterrad ist. Ist aber nicht. Der ist für die beiden Monster-Bremsscheiben vorne und der linke ist für hinten.
Ja, so kann man sich vertun. Und da kann ich ja doch dann irgendwann mal den ganzen Kram umschrauben, damit ich die Hinterradbremse rechts habe, wie bei allen bei meinen Gefährten. Ja, und das Schöne ist, als ich beim Mike war, da habe ich so mal jemanden getroffen, der sich nur aufgrund meines YouTube-Kanals, so einen E-Shopper gekauft hat. Das macht schon ein wenig stolz. Ja, hier schöne Grüße an den Sascha, ne? Also ich muss schon sagen, Saarland finde ich schon irgendwie cool, ey. So Städtchen in Berge mit Wäldern. Ist schon ein richtig schönes Ambiente. Ja, zum Feiern ist das vielleicht ein bisschen anders, aber da muss man halt eine Party machen, wenn man feiern will. Ne? Aber Saarland ist schon eine coole Ecke, finde ich. Was ich ja total krass finde hier, jetzt mich mal wieder im deutschen Verkehr bewegen, längerfristig, wie verhalten die Leute hier Auto fahren im Verhältnis zu Abidjan, Afrika. Oder sagen wir mal, wie rücksichtsvoll und wie vorsichtig. Unglaublich. Und ich dachte immer, der deutsche Autoverkehr ist so aggressiv. Also zumindest hier im Saarland stimmt das nicht. Super funktioniert, weil in Abidjan überhaupt nicht funktioniert. Kreisverkehr. Alter Schwede, da fährt jeder rein, wie er Bock hat. Und es interessiert keinen Menschen. Kreisverkehr hat Vorfahrt. So einfach ist das. Lernt man in jede Fahrschule. Ich habe auch so ein bisschen Long Way Down Round Up Feeling. Nur so ein bisschen. Noch schöner wäre es, wenn einer dabei wäre. Aber mal gucken, vielleicht wird das ja so interessant, dass irgendjemand Bock hat, den Trip nach Berlin zu machen. Jetzt nicht gedacht, dass ich mal einem hinterherfahren muss, der mich ausbremst. Ich muss immer wieder an Baustellen geraten, ey. Das darf doch echt nicht wahr sein. Wo ist diese blöde Umleitung jetzt? Mann, ey. Was ist los? Fahr ich jetzt durch hier? Ist mir egal.
das sieht nicht gut aus. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich Berge richtig doof finde, wenn man bergauf fahren muss. Vor allem, wenn man 19 km/h fährt. Das ist kein Spaß. Paris sieht auch mau aus. Noch 28 Kilometer und ich bin schon wieder kurz vorm Roten. Alter Schwede, ich brauche echt ein 10 Ampere Ladegerät. An durchgezogene Linie alles frei. Oh, jetzt überholt er. Ey, du hast Verkehrsregeln verletzt, Meister. Bist du mit einer durchgezogenen Linie gefahren? Geht gar nicht. Und Gefälle, Recuperatia, sag ich mal. Yeah, 2 Striche mehr. Mal gucken, wie lange, ey. Haben wir 1 Volt wieder zurückgeholt. Frisch ist heute. Richtig fresh. Ja, the Herbst is coming. When the autumn is coming. Jetzt kommt mal hier Endaufstieg. Boah. Aber vielleicht gibt es danach wieder ein bisschen Rekuperation. Sieht wohl so aus, als wenn ich gleich wieder schieben darf, weil ich werde nicht den zweiten Akku auspacken. Auf gar keinen Fall. Also ich habe jetzt schon einmal von 2 Strichen bis sogar auf einen weißen wieder hoch rekuperiert. Aber letzten Endes brauche ich Energie, um mich fortzubewegen. Und wenn jetzt nicht langsam die Bergkucke auftaucht, dann darf ich doch noch einen Akku wechseln. Ey, unglaublich.
Manometer, so langsam, so schön das ist, ne? Mich kackt diese Bergelandschaft echt an. Ey. Vor allen Dingen 25 ist echt nicht wirklich eine Geschwindigkeit, die irgendwie halbwegs angenehm ist zum Reisen. Man kann zwar gucken, aber ist auch nicht so interessant jetzt. Bäume, Bäume, Bäume. Sehe ich jetzt seit 3 Tagen Bäume. Schön. Aber für die Reiserei ist das nichts. Ja, wenigstens die Sonne kommt jetzt raus und es regnet nicht. Ist ja schon mal etwas. Voll Kacke. Nur nehmen wir 50 Kilometer auf einen Akku, ey. Ich könnte kotzen. Jetzt haben wir doch nochmal den Akku gewechselt. Ja. Aber es ist schön, wenn es bald ins Flachland geht. Alter Schwede, ey. Ah, jetzt haben wir jetzt wieder eine vernünftige Geschwindigkeit drauf. Ja, so ist es. Das war ja auch Teil des Experiments. Mal checken, wie es läuft. So, jetzt bin ich hier in Nonnweiler beim Volker, also sozusagen mein, wo ist er? Wo ist er denn? Mein Shopper ist coming home sozusagen. Der hat hier was ganz Neues. Den gibt es demnächst hier in voll verchromt. Da haben wir das ganze Ding nochmal in, was ist das, rot? Und er hat hier richtig was stehen in der Hütte. Na, hat mir jetzt auch erklärt, den Unterschied zwischen HL60 und City Twister. Habe ich ja schon mal erklärt. Ne? Ist so ein deutsches Branding und du verschiffst auch, ne? Du verschickst auch. Also wenn ihr hier mal Interesse dran habt, könnt ihr euch auch schicken lassen. Hier ist so eine ganz kleine heiße Biene. Da sagt er, läuft wie geschnitten Semmeln. Und wer es ein bisschen klassisch mag, der kann auch einen Piaggio-Verschnitt bekommen. Ist ja so Piaggio, ne? Kann man ja so sagen. Ja. Sehr schön. Und mein H0, nee, HL60 ist nach Hause gekommen. Zum Papa. Das steht da. So, und ich habe auch richtig Glück gehabt. Weil der Volker hat für mich auch ein 10 Ampere Ladegerät gehabt. Jetzt geht das schneller. Muss ich nicht mal den halben Tag warten, bis voll ist. Ja, so ist das, ne? Schön, schön, schön. Die Elektroshopper-Geschichte geht weiter. Machen wir ein bisschen Werbung vom Volker auch, ne? Hier, da ist er. Cooler Typ, macht Spaß. Volker! Ach, Ständer. Ja, spätestens beim Losfahren habe ich es gemerkt. Ich wünsche dir was. Danke für den 10 Ampere Laderegler. Der wird mir heute wahrscheinlich ein schönes Ladeerlebnis bescheren. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute. Jo. So, wo soll ich jetzt hin? Da hoch. Oder nicht da hoch? Doch da hoch. So, da sind wir beim Volker raus, dem Händler aus Nonnweiler. Ja, das war doch spaßig. Na, direkt wieder neues Ladegerät gekriegt für günstig. Super, gefällt mir. Nette Leute hier im Saarland. Jetzt geht's nach Heidelberg. Und dann ist dann auch das Ende für heute. Und ich glaube, ich habe den falschen Akku eingepackt. Naja, müssen wir dann nochmal wechseln.
So ist es. Dem Volker werde ich auch noch ein bisschen verbunden bleiben, weil ich mir eventuell da einen anderen Controller einbauen werde, dass die Kiste mal mehr als 25 bergauf fährt. Das ist ja echt mal bitter. Das ist ja mal richtig bitter. Jupp, erste Regenfahrt, oh Scheiße, und die Abzweigung verpasst. Direkt, oh. Ganz toll. Also, jetzt drehen wir nochmal. Siehste, quatschen und auf der Karte gucken. Ich sehe so Sachen, die funktionieren nicht zusammen. So, wir hoffen, dass wir gleich mal irgendwo wenigstens einen Unterstand finden. Sieht aber, glaube ich, schlecht aus, ey. Oh nein, nein. Es regnet, die Erde wird nass und der Olli auch und frag nicht wie. Scheiße, nee, ey. Und nirgends was zum Unterstellen. So, ich habe Glück gehabt. Hab hier noch einen Balkon gefunden zum Unterstellen. Hab dann auch leider festgestellt, dass meine Regenjacke hier ganz unten in der Tasche ist. Und habe mich entschlossen, ein wenig zu warten. Habe auch dann gleich den Akku gewechselt, weil ich hier blöd mal natürlich den fast entladenen Akku genommen habe, anstatt den fast vollen. Also war jetzt nicht ganz so unnütz, der Stopp. Aber hätte man alles vermeiden können, wenn man sich ein bisschen besser vorbereitet hätte. Aber so ist das halt. Ne? So was passiert eben. So, weiter geht's. Noch 18 Kilometer. Und dann werden wir uns entscheiden, ob wir Hotel oder Campingplatz nehmen. Ich glaube aber, die Entscheidung wird eher Richtung Hotel gehen. Das ist mir zu nass heute. Vor allen Dingen, das Zeug wird auch jetzt nicht mehr trocken heute Abend. Also wird wahrscheinlich Hotel die Option sein. Mal gucken, was die hier nehmen. Aber erstmal müssen wir die ganzen Käfer hier durch. Oh, hier können wir wieder rekuperieren. Boah, es ist gerade richtig kalt, ey. Das pfeift mir rein in die Arme. Also morgen, wenn das bei dem Wetter so ist, dann ziehe ich aber echt den Hoodie an. Das ist nicht schön. Vor allen Dingen, weil jetzt die Handschuhe nass sind. Und das gefällt mir gar nicht. Schubidubidu. Und ich muss auch mal gucken, dass das hier mit der Haftung auf der Straße auch noch funktioniert. Ganz vorsichtig bremsen. Sehr schön. Schöni.
Wenn nur die Berge nicht wären. Das ist nicht gut für die Elektromobilität. Obwohl, im Augenblick kann ich ganz gut rekuperieren. Da gibt es sogar einen Campingplatz. Wollen wir mal gucken. Vielleicht haben die ja auch was festet. Das wäre schön, weil Zelt habe ich jetzt wirklich, wenn ich mir das Wetter angucke, nicht so wirklich Bock drauf. Wie war das noch mit den Bergen? Hatte ich da nicht irgendwie schon diverse Aussagen zu getätigt? Wie war da meine Meinung? Heidelberg. Sagt doch der Name schon. Das ist auf dem Berg. Ja, guten Tag, Liebling, mein Name. Ich stehe gerade vor Ihrem Jägerstübchen. Gibt es da eine Möglichkeit für eine Übernachtung? Gibt es hier in Heidelberg eine andere Möglichkeit noch? Ja, okay. Alles klar, Dankeschön. Tschüss. Tja, dann wird es hier wohl Zeltplatz sein. Ich habe auch keine Lust zu. Dann werden wir mal gucken, ob wir woanders was finden. Kann nicht so schwer sein. Zum Not fahren wir noch ein paar Kilometer. Wir haben unser Tagestief heute ja erreicht. Ja, mal schauen. Tja, dann müssen wir mal 10 Kilometer fahren. Und doch zelten. Naja, so ist das. Wir sind hier drauf vorbereitet. Auf geht's. Könnt ihr nicht ahnen, dass hier alles besetzt ist. Idyllisch gelegen aus, muss man ja mal so sagen. Ne, warte mal, bis die Bäume weg sind. Kann man sich nicht beschweren. Ist schon ein schönes Panorama. Ach, und ausgerechnet ich, ne? Der Weinspezi ist jetzt hier mitten im Zentrum des Weines. Unglaublich. Alter Schwede.
So, Glück geblatt. Glück gehabt, noch ein Zeltplatz bekommen. 18 Euro mit Internet und Strom, alles dabei. Yeah, ist richtig was los hier. So, dann wollen wir jetzt mal zum Platz fahren. Zeitrafferkamera ist jetzt ausgegangen gerade, aber das bisschen, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr aufnehmen. Und dann bauen wir schneller Zelt auf, weil das könnte gleich regnen. Dass wenigstens ich doch über Kopf habe. Hier gibt es auch Restaurant und sogar Wi-Fi am Zeltplatz. Ist ja mal geil. Wenn ich jetzt diesen Knopf hier noch zukriege. So. Auf geht's. So, richtig was los. Ich hätte ja nicht gedacht, dass jetzt hier noch Saison ist. Aber scheint wohl so zu sein. Hier direkt mit die Kamera auf. Direkt hier in der Weingegend, auf dem Zeltplatz. Bin ich mal gespannt. Die 28 habe ich. Ach, guck mal, in Frankreich geht immer bergauf. Zu den Zeltplätzen geht es immer bergauf. Wenn ich jetzt überhaupt richtig gefahren bin. Mal gucken. So, und jetzt? Hey? Wo sind denn hier die Zeltplätze, ey? Hey? Bin ich blöd? Heißt das jetzt hier rein oder wie? Da steht Einfahrt verboten. Dann fahren wir jetzt einfach mal nach links. Ist ja schon ein bisschen komisch ausgeschildert hier. Geht's doch nicht zum Zeltplatz. Was ist denn das, ey? Alter Schwede, ey. Also irgendwie ist das hier ein bisschen komisch alles. Ach, da ist diese Schranke, von der sie erzählt hat, genau. ...50 bis 55, 1 bis 119. Wo stehen die Nummern? Oh, die haben sogar Schuko-Steckdosen. 42. 30. Ist das die 28 hier oder was? Ja, anscheinend, wa? Und wie läuft das mit dem Strom hier? Ist der hier unter der Klappe, oder wie? Oh nein, ich brauche diesen scheiß Adapter, wa? Oh fuck. Ah.
Ja, da muss ich mal fragen. Und wieder vor Glück beschissen, habe einen Camping-Adapter auf Schuko bekommen. Für sage und schreibe nur 16 Euro. Und jetzt hat es leider angefangen zu regnen. Naja, dann kann ich alles haben, ne? In Leben. So. Auf geht's zum Aufbau. So. Aufgebaut wird jetzt. Machen wir einen kleinen Zeitraffer von, ne? Sportarena, Spielplatz ist klar. Oh, wie geil, guck mal hier hinten, ey. Die Hütten hier, Mann, ist das Knaller. Restaurant. Ja, wir latschen mal einfach rum und gucken mal ein bisschen. Tja, Abendessen, Restaurant fällt schon mal aus. Muss reserviert werden. Und vor allen Dingen, die sagen den Leuten nicht, pass mal auf, Leute, seht mal zu, dass ihr nach 3 Stunden wieder weg seid für so ein Essen. Das wird ja wohl reichen. Oder 2 Stunden. Nee, die dürfen so lange sitzen bleiben, wie sie wollen. Naja. Gehen wir jetzt mal im Shop gucken, was da zu kaufen gibt. Und dann futtern wir halt im Zelt. Also ich sag mal, von den Waschgelegenheiten, Toiletten und so was lassen die sich nicht lumpen. Das ist schon gut. Und wenn ich eher was gemacht hätte, hätte ich sogar ein Bungalow mieten können. Ich bin sogar für 2 Tage hier aufgehalten. Naja, aber so ist es. Jetzt bin ich nur für eine Nacht hier. Ich habe einen Zeltplatz mit Strom und alles ist super. So, jetzt sitze ich hier. Das Restaurant war ja besetzt. Hatten wir jetzt hier Chips, Käse, Stangen und natürlich Pommes, Currywurst, Cola und ein Bier. Ne? Das ist also jetzt dann quasi mein Abendessen in meinem kleinen Restaurant. Aber jetzt kann ich wenigstens die Tasse und mein Metallbesteck ausprobieren.